Berlin. Nicht nur Bundes-, sondern auch Obdachlosenhauptstadt. Die meisten Wohnungslosen würden an ihrer Situation lieber heute als morgen etwas ändern. Aber eben nicht alle. Denn Veränderung erfordert Einsatz. Ich bin Jule, 25. Ich bin Daniel, 36, ihr Verlobter. Und ich bin vorbestraft. Wir sind arbeitslos, wohnungslos. Und bekommen jeweils beide vom Jobcenter 460 Euro Hartz IV. Setz dich hin, Pfeife. Wegen der Hunde kriegen wir keine Wohnung und deshalb keinen Job. Halt die Fresse. Trotzdem muss Julia, genannt Jule, nicht unter einer Brücke schlafen. Die 25-Jährige hat nämlich einen hilfsbereiten Bekanntenkreis. Seit 3 Jahren habe ich keinen festen Wohnsitz, bin mal hier, mal dort bei Freunden untergekommen und bleib da halt immer so lange, wie sie mich ertragen. Das ist die Wohnung von meiner Bekannten. Sie ist derzeitig oft bei ihrem Freund und dementsprechend darf ich mich hier in der Wohnung aufhalten, darf hier schlafen. Ich zahle Miete zurzeit um die 50 Euro. Und sie zahlt die Miete von ihrem Gehalt eigentlich? Soweit ich weiß, ist sie Hartz-IV-Empfängerin. Ja, dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass die Miete vom Amt übernommen wird. Das heißt, sie kassiert eigentlich doppelt? Ich würde eher sagen, dass sie sozusagen was hat, was sie auf die hohe Kante legen kann. Naja, das Jobcenter würde davon wohl nicht begeistert sein. Andererseits darf man ja auch als Hartz-IV-Empfänger bis zu 100 Euro Zuverdienst haben. Und somit haben die eigentlich nicht viel zu melden. Aber die muss man angeben. Ach, verdammt. In der Woche gucke ich ungefähr so 1,5 Stunden nach Wohnungen. Meistens fehlt einfach die Motivation für mehr. Wann hast du die letzte Wohnung besichtigt? Letztes Jahr im Herbst. Vor mehr als einem halben Jahr. Jules Bemühungen halten sich arg in Grenzen. Sie verbringt die Zeit lieber mit ihrem Freund Daniel. Warum lässt du ihn jetzt nicht einfach rein? Weil sein Hund, also die Kleine, das Talent hat, vor Freude loszupullern und ich eigentlich nicht wischen möchte. Jules Freund wohnt in einer betreuten WG, ist aber die meiste Zeit bei ihr. Bitte schön, dein Hund. Ja, mein Gott. Schatz. Hey, Schatz. Wie lange seid ihr schon zusammen? Wir sind jetzt fast 2 Jahre zusammen. Ich hab sie damals beim Schnorren kennengelernt, Rathaus Steglitz, und seitdem kennen wir uns. Was heißt Schnorren? Schnorren heißt im Endeffekt, ja, hinsetzen, freundlich grinsen, hoffen, dass man was kriegt, mit den Hunden reden, Musik hören, ja. Was anderes bleibt ja auch nicht aus in der heutigen Zeit. Wenn du was willst du das machen, bevor du klauen gehst, tust du dann lieber schnorren. Die Wohnsituation ist momentan das Thema bei dem Pärchen. Die Hilfsbereitschaft ihrer Freunde haben sie längst überstrapaziert. Hat Vanessa schon was gesagt, wie lange du noch bleiben darfst oder nicht? Ja, sie meinte wohl noch so 1-2 Wochen und dann müssten wir noch mal weiter gucken und noch mal reden. Lieber erstmal noch 2 Wochen, als wenn sie jetzt sagen würde, nö, musst sofort gehen, so, wäre auch scheiße. Meine Bekannte hat Stress mit der Vermietung, weil wir hier sind. Wir sind jetzt 2 Monate hier. Na, sie hat ihrem Vermieter gesagt, wir sind halt bloß ein paar Wochen hier. Und dementsprechend versuchen wir sowohl dem Vermieter bzw. dem Hausmeister und auch den Nachbarn möglichst aus dem Weg zu gehen. Also ein ständiges Versteckspiel. Glaubst du nicht, der Vermieter wird sich verarscht fühlen, wenn er das erfährt? Doch, deswegen soll er es ja nicht erfahren. Dass Jules Bekannte am Ende Schwierigkeiten bekommen könnte, ist dem Pärchen egal. Was machen wir heute noch, Feines? Na, ich würde sagen, wir gehen mit der Hunde raus aufs Feld. Ich meine, Fernseher haben wir ja hier nicht. Ätzenderweise. Juli, wie sieht's aus mit Jobsuchen? Arbeit wäre schon ganz schön. Andererseits sage ich mir, erst möchte ich eine Wohnung haben, wo ich meine Hunde sicher lassen kann. Und wo ich auch weiß, dass keiner weiter reingeht. Naja, sobald ich eine Wohnung habe, würde ich mir wohl schon eine Arbeit suchen. Allerdings eher einen Minijob, dass ich erstmal langsam ins Arbeitsleben finde. Hast du schon mal gearbeitet? Richtig gearbeitet habe ich noch nicht. Nein, 25 Jahre entweder Kindergeld oder Hartz IV. 2013 hat Jule allerdings eine Ausbildung zur Gärtnerin begonnen. Diese aber schon nach nicht einmal einem Jahr abgebrochen. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht, dass ich mir innerhalb der nächsten 12 Monate einen Job suche, weil ich einfach derzeit sehr viel um die Ohren habe und ich denke mal, das wird sich noch ein bisschen ziehen. Jule scheint den Ernst ihrer Lage nicht zu erkennen. Dabei weiß sie noch nicht einmal, wo sie demnächst schlafen soll. Wuppertal. In der Stadt in NRW leben über 16.000 Arbeitslose. Martina und Paul gehören nicht dazu. Und dennoch haben sie jeden Tag finanziell zu kämpfen. Ich bin die Martina. Und ich bin der Paul.
Wir ziehen unsere Enkelin groß. Ich heiße Melaine. Abzüglich der Miete haben wir 1056 Euro im Monat zur Verfügung. Damit wir zu dritt überleben können, müssen wir beide arbeiten. Ein Leben ohne Arbeit ist für uns nicht vorstellbar. Sonntagmorgens 8 Uhr. Während andere noch im Bett liegen und ihr Wochenende genießen, ist das Paar schon auf den Beinen. Martina muss gleich los zu einem ihrer zahlreichen Jobs. Deine Sachen schon gepackt? Ja, soweit habe ich alles zusammen. Gut, und wann bist du ungefähr wieder hier? Ich weiß nicht, wann ich aus dem Stadion raus bin. Ich melde mich dann. Ja, okay. Mein Mann geht arbeiten. Wir leben von seinem Gehalt von 1200 Euro. Ich arbeite seit 32 Jahren Vollzeit als Lagerarbeiter. Und obwohl ich arbeiten gehe, reicht das Geld trotzdem nicht. Und das Martina muss nebenbei noch arbeiten gehen. Ich verdiene noch 250 bis 300 Euro im Monat dazu. Das ist das, wovon wir im Moment leben. Wie viele Jobs hast du denn nebenbei? Nebenbei habe ich 1, 2, 3. Als Stadion 4. Hartz IV wollen wir nicht. Wir wollen nicht vom Amt leben. Und das aus gutem Grund. Ich will kein Hartz IV. Weil ich möchte mit gutem Beispiel vorangehen für die Milena, dass man sieht, dass wir mit beiden Händen Arbeit erschaffen können. Weil Sozialschmarotzer gibt's genug und die mag ich nicht. Enkelin Melaine ist 5 Jahre alt und kommt dieses Jahr in die Schule. Schon kurz nach ihrer Geburt nahm Martina sie bei sich auf. Guten Morgen, süße Maus, aufstehen. Komm, Omi muss gleich arbeiten. Warum? Ja, weil die Omi gleich ins Stadion muss. Komm, aufstehen, mein Schatz. Die Kinder waren bei uns schon abgeschlossen. Ist jetzt halt eine Doppelbelastung. Aber wenn du in ihre Augen guckst, dann machst du es gerne. Martina ist für ihre Kleine inzwischen mehr Mutter als Oma. Martina, warum wohnt die Melaine bei euch? Schwierige Familienverhältnisse. Deswegen wohnt Melaine bei uns. Meine Tochter Melanie war einfach mit Kind und Haushalt überfordert. Und deswegen haben wir Melaine zu uns geholt. Die Melanie hat ja auch noch andere Kinder. Also im Gesamten hat sie 5 Kinder. Angie, Maurice, Nilay, Jason, ich. Ich bin die 5. Leben die alle noch bei der Melanie? Nein, nur der Jason lebt bei Melanie. Alle anderen sind bei ihren Vätern. Und wahrscheinlich wird sich das so schnell nicht ändern. Melanie und ihr neuer Verlobter Marco wohnen gut 20 Gehminuten entfernt. Und obwohl auch sie ein kleines Kind großziehen, ist Arbeit für die beiden kein Thema. Ich bin die Melanie, ich bin 32 Jahre alt, bin die Tochter von der Martina und die leibliche Mutter von der Melaine. Melanie sieht ihre Kinder im Schnitt alle 2 Wochen. Die Kids waren nicht alle geplant. Na, der Älteste ist durch die Pille entstanden, weil ich die Inhaltsstoffe der Pille nicht vertragen habe. Bei der zweiten habe ich es drauf angelegt, das wollte ich. Ich wollte nicht so einen großen Abstand. Nilay war, glaube ich, auch eher ein Unfall. Das Kondom gerissen. Bei meinem Mittleren war es sogar die Hormonspritze, die ich nicht vertragen habe. Und dann der Rest war nicht aufgepasst. Berlin. Jule und Daniel sind seit 2 Jahren zusammen. Wie fast jeden Tag lassen es die beiden Arbeitslosen auch heute wieder gemütlich angehen. Tag ist ja wirklich entspannt. Sonne ist geil, Hunde sind entspannt, wir sind entspannt. Was will man mehr, was, Schatz? Wie sieht bei euch so ein durchschnittlicher Tag aus? Was macht ihr da so, außer Hunde? Wie, es gibt noch was anderes außer Hunde? Was sagt eigentlich das Jobcenter dazu? Naja, ich hatte das auch, dass ich vorübergehend arbeitsunfähig geschrieben wurde zum Wohnungssuchen. Und also teilweise haben sie da echt Verständnis, bevor es dann heißt, jetzt stecken wir dich in eine Maßnahme. Was hältst du vom Jobcenter? Na, die Leute können ganz nett sein, aber die Regeln gefallen mir nicht. Das, was die an Hartz IV an Leistungen geben, das ist einfach mal zu wenig, finde ich. Wenn man wirklich nach den ihren Regeln komplett leben würde, würde man zu viel leisten und zu wenig kriegen. Stimmt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt halt nicht. Eine gewagte These, wenn man selbst nie in die Staatskasse eingezahlt hat, aber auf Kosten der Allgemeinheit lebt. In Berlin sind die Mieten in den vergangenen Jahren geradezu explodiert. Ein Fiasko für Menschen mit geringer Rente.
Einer von ihnen hat deshalb einen ungewöhnlichen Entschluss gefasst. Ich bin Reinhard, bin 71 Jahre. Ich bekomme eine Rente von 694 Euro. Damit kann ich nicht überleben. Deshalb muss ich Deutschland verlassen. Nach 47 Jahren harter Arbeit bezieht Reinhard nur 694 Euro Rente im Monat. Zieht man alle laufenden Kosten ab, bleiben gerade einmal knapp 60 Euro zum Leben übrig. Mit meiner Rente bin ich in Deutschland lebendig begraben. Und in Bulgarien kann ich ein würdevolles Leben führen. Doch seine Kontakte in Deutschland abzubrechen, fällt dem 71-Jährigen nicht leicht. Ich möchte heute mich von meiner Trabi-Familie in Berlin verabschieden und persönlich mitteilen, dass ich Berlin und Deutschland verlasse für Carvana in Bulgarien. Seit Reinhard vor 6 Jahren seinen Grill-Trabi gekauft hat, ist er Mitglied der Trabi-Familie Berlin. Er hat in dem Verein viele gute Freunde gefunden. Prost, Gemeinde! Schön, dass ihr wieder so zahlreich erschienen seid. Ja, heute ist ein besonderer Tag. Heute haben wir den Reinhard hier bei. Reinhard, möchtest du was sagen? Ach, liebe Trabi-Freunde, ich werde aus finanziellen und wirtschaftlichen Gründen meinen Wohnsitz von Berlin nach Carvana in Bulgarien verlegen. Eine Entscheidung, die viele Opfer mit sich bringt, aber für Reinhard alternativlos ist. Ich bewohne zurzeit in Berlin eine Einraumwohnung mit 46 Quadratmeter und bezahle 380 Euro Miete. Aber in Carvana beziehe ich ein Doppelhaus und bezahle 150 Euro Miete. Die Mitglieder der Trabi-Familie haben zusammengelegt, um Reinhard den Abschied ein wenig zu versüßen. Sie haben den Rainer mal so einen kleinen Koffer gemacht, was? Da sind ein paar Überraschungen drin. Da der nur Rainer Grill, Bratwurstmaxe oder Bockwurstschulze von mir getauft worden, habe ich den Original Berliner Bockwurst mitgebracht. Ja? Ja, es ist schade, dass Rainer uns verlässt, weil er die ganze Truppe immer ein bisschen belebt hat durch seine Offenheit. Und das wird uns fehlen, dann bestimmt. Die Freunde möchten Reinhard mit einem Notgroschen ein kleines Hintertürchen für die Rückkehr offen halten. Reinhard, wenn dir tatsächlich da die Decke auf den Kopf fällt, dann nimmst du das und kommst uns wenigstens besuchen. Vielen herzlichen Dank. Ach, Urlaub, komm her, meine kleine süße Sau. Reinhard wird seine liebgewonnenen Freunde schmerzlich vermissen. Aber er sieht für sich keine Zukunft mehr in Deutschland. In 4 Wochen will er nach Bulgarien aufbrechen. Vielen herzlichen Dank.